Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Fischer Online mit mir, dem Underwater of Frank. Die Boote sind jetzt da. Man kann jetzt hier in die Boote einsteigen und auch schon mit denen fahren. Jetzt haben wir hier die Steuerung. Hier haben wir einmal Motor starten. Dann muss ich mal hier die Lautstärke ein bisschen höher machen, dass ihr das hört. Dann kann man den Anker lichten und halt natürlich auch vom Boot aus angeln. Ich habe jetzt gerade den Köder drauf. Ich wechsle den mal gerade. Wo ist der andere Köder? Da oben. Den nehmen wir mal. So, jetzt geben wir ein bisschen Gas hier. Jetzt fahren wir mal zu einer schönen Stelle, wo wir hier timen und sowas sagen können. Also am ersten Gewässer gibt's die Boote auch schon. Mal ein bisschen leiser. Also am ersten Gewässer gibt es die Boote auch. Und hier patcht das jetzt gerade, dass man hier an den kompletten See angeln kann. Also bisher beißen die Fische meist nur so in Küstennähe. Aber er hat jetzt auch schon ein Video veröffentlicht, dass die Boote, also dass hier die Störe zum Beispiel hier auch drin sind. Und dass man die dann halt in den tieferen Löchern fangen kann. Aber wie gesagt, die Karte, die kommt erst noch. Aber trotzdem krass, wie schnell er die Boote jetzt hier funktionabel ins Spiel gebracht hat. Ich kann euch auch gleich nochmal was zeigen mit der Strömung. Auch sehr interessant, dass sich das Boot in der Strömung anders verhält. Ja, nochmal als Info, also ich habe mir jetzt mal gefragt, wegen dem Early Access, was er noch alles plant, bevor er den Early Access releasen will. Also es soll noch neue Angelarten dazu kommen, es soll Fliegenfische noch dazu kommen, es soll Casting noch dazu kommen. Turniere sollen mit rein, Achievements, tägliche Aufgaben, also ein Questsystem mit täglichen Aufgaben. Ja, und das sind so die Sachen. Achso, und drei Gewässer, also Italien, Kasachstan und Belarus. Belarus ist, glaube ich, Weißrussland. Das soll auch noch vorm Early Access alles mit rein. Der Premium-Modus soll schon mit rein. Inwiefern sich das mit dem Premium-Modus verhält, weiß ich noch nicht. Müsste ich auch nochmal nachfragen. Und wenn das alles fertig ist, dann kommt der Early Access. So, hier könnten wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen angeln. Aber wir angeln mal lieber von der Mündung aus. Weil dann schwimmt der Fisch hier nämlich ins Offene raus. Weil wenn wir jetzt hier anfangen zu angeln, dann schwimmt der meist hier flussaufwärts. Und durch die Strömung kommen wir da halt schlecht hinterher. Deswegen fahren wir da mal lieber ein bisschen rein und angeln dann von der anderen Seite aus. Weil entgegenkommen, also dass er an uns vorbeischwimmt, hatte ich bisher noch nicht gehabt. So, jetzt seht ihr hier gleich die Stromschnellen jetzt. Also gestern war das bei mir so im Stream, dass man dadurch langsamer vorankam. Seht ihr jetzt schon, guckt, wir fahren jetzt gegen die Strömung hier. Ja, jetzt wird das Boot schon langsamer. Ihr seht ja hier auf dem Wasser die Stromschnellen. Man müsste halt quasi den Stromschnellen so ein bisschen ausweichen. Aber gerade hier ist das echt schwierig gerade. Wir können jetzt hier auch nicht mit Shift oder so noch mehr Gas geben. Also es kommen auf jeden Fall auch schnellere Boote. Hat er auch schon gesagt. Aber da muss er erstmal Zeit für haben. Das ist jetzt erstmal der Anfang hier. Wir gucken mal, dass wir hier vielleicht irgendwo schon stehen bleiben. Ich mache mal einen Anker rein. So, jetzt bleiben wir hier stehen. Bleiben noch kurz ein Stück zurück. So, dann angeln wir jetzt hier einfach. Und schauen mal, ob wir hier irgendwo vielleicht einen schönen Timen angeln. Also mit dem Köder habe ich jetzt schon länger nicht mehr geangelt. Ich habe gestern einen Trophy-Timen geangelt. Der wurde natürlich gleich wieder vom Rekord weggeputzt. Jetzt wurde hier ein 53 Kilo Timon geangelt. Ja, das Gute ist jetzt halt, man kann die dann wirklich vernünftig ausdrillen, wenn man mit dem Boot hinterher fährt. Das mit dem Köder habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Muss man einfach mal testen. Der jetzt hier auch gut bissig ist. Ansonsten wechseln wir gleich nochmal. Also mein Timing hatte ich mit einem Gummi-Twister gefangen. Der jetzige hier, der neue Rekord, wurde mit dem Köder gefangen.
Genau, schmeiß einfach mal in die Richtung hier. Ja, können wir auch schon ein bisschen weiter werfen. Der ist ein bisschen schwerer, der wiegt jetzt hier 30 Gramm. Ah, da werden schon die nächsten Timern gefangen. Ja, ich könnte auch gleich nochmal wechseln, wenn jetzt hier nichts beißen sollte. So, dann wechseln wir mal den Köder. Machen wir hier nochmal den. Wieder den ACN können wir rauf machen. Ich nehme mal hier den Gummiköder. Der ist zwar schon ein bisschen abgenutzt, aber den nehmen wir auch nochmal rauf. So. Wir können sonst auch nochmal gleich ein Stück noch fahren. Ich glaube, hier ist jetzt gerade die Stelle ist gerade wohl nicht so gut. Dann fahren wir noch ein Stück weiter raus, würde ich sagen. Lass uns noch ein bisschen treiben. Dann schmeißen wir mal einfach nach links dann ein bisschen. Werdet ihr gleich sehen, wenn ich jetzt den Anker löse, dann treiben wir da ganz schön schnell voran. Oh, 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 da haben wir einen Imbiss. Na, hier haben wir, was haben wir hier? Na, ist das ein Arktikschar? Oh ja, Arktikschar, sehr schön. Mein ersten Biss. Wir bleiben jetzt einfach mal bei. Also die Köder haben auf jeden Fall schon Abnutzung. Und Routen und sowas alles, Rollen und so, wird auch irgendwann Abnutzung bekommen. Equip. Aber noch ist es nicht. Ich lasse mal kurz ein bisschen treiben. Ein bisschen noch dagegen steuern. Jetzt hören wir den Motor auch gerade gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir auch rückwärts Gas geben? Ja doch, rückwärts geht auch, ne? Ja, jetzt treiben wir hier gerade. So, und hier können wir einfach nochmal probieren. Mal Anker werfen. Probieren wir hier einfach nochmal. Oh, da haben wir schon den ersten Biss. Mal gespannt, wann wir einen in der Bremse haben. Stärke. Also Grundangeln kann man auch vom Boot aus, hat er schon gezeigt, er hat schon Stör geangelt mit Muschel vom Boot aus. Geht also auch. Und nochmal ein Arktikschar.
Schmeiß noch ein bisschen ins Offene, mal gucken. Und noch gleich. Oh, oh, oha, oha. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Da geht das schon los. Genau, auf Sonnenfisch habe ich jetzt gewartet. Ich würde sagen, wir lichten mal gleich den Anker und fahren hinterher. Fahren wir mal langsam erstmal hinterher. Wie gesagt, stärkeres Equip gibt es momentan nicht. Das ist jetzt das stärkste Equipment, was zurzeit auf dem Markt ist hier. So, fahren wir einfach gemütlich hinterher. Müssen halt aufpassen, dass er nicht zu weit wegschwimmt. Dann können wir den nämlich vom Boot aus cachern, weil dann kommt er irgendwann an die Oberfläche, wenn man hinterher gefahren ist. Gucken, wie schwer der jetzt ist. Der scheint aber echt stark zu sein. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn der Köder, um so ein bisschen mehr Gas geben, der Köder verschlissen ist. Ich glaube, der Motorensound geht gerade nicht, ne? Ich mach mal den Motorensound gleich nochmal mit an. Nee, der ist gerade, glaube ich, buggy. Der ist, glaube ich, gerade buggy. Könnte auf jeden Fall ein Timing sein. Eventuell. Ja, schade, dass man den Motorensound gerade nicht hört. Wie gesagt, zu schnell will ich da auch nicht hinterherfahren, weil sonst geht die Spannung zu schnell runter. Wenn wir dicht genug dran sind, dann müssten wir ihn vielleicht auch an der Oberfläche sehen. Mal gucken. Manchmal ändert er auch die Richtung. Da muss man ein bisschen mitlenken, denn. Mal 35 Meter noch. Wir holen auf jeden Fall auf. Ich denke, so ist halt echt am einfachsten, den Timing zu drillen, weil vom Land aus ist das echt, also da kriegt man die nicht gestoppt momentan. Hat er auch geschrieben, also es wird noch stärkeres Equipment geben oder man soll es halt vom Boot aus probieren. 22 Meter, dürfen wir ihn vielleicht gleich sehen. Ich glaube mal so bei 7, 8 Meter müsste er vielleicht schon nach oben kommen. Auf jeden Fall auch wieder ein größeres Exemplar hier. Mal 16 Meter. 13 Meter. Wie gesagt, man muss eigentlich nur dicht genug ranfahren, wenn er denn an der Oberfläche ist, und dann kann man den cachern. Jetzt ist er schon. Jetzt sieht er gerade, da hinten ist der Bootsteg. Uiuiui. Gucken, ob das wirklich ein Timing ist oder was auch immer das ist. Ah, jetzt gibt er nochmal ordentlich Gas hier. 1 Meter. Ist auf jeden Fall ein cooler Drill, ey. Also so vom Boot aus. Macht echt Spaß, den Fisch dann so hinterher zu fahren. Schon gespannt, wenn das mit den. Wenn die Störe dann hier drin sind. Oh, oh, oh. Ein bisschen mitlenken, vielleicht ein bisschen langsamer. Warte, warte. Oh, yeah. Und da sich wieder mehr schon, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Gas geben hier. Ja, es ist halt, wenn man so ganz dicht dran ist, dann ändert der oftmals die Richtung hier.
Meter. 5 Meter. Müssten wir eigentlich vielleicht schon sehen. Eigentlich müsste jetzt gleich an die Oberfläche kommen. 3 Meter, aber ich sehe. Oh Gott, das ist hinter uns. Jetzt ist er. Ach, da ist er. Das ist ein Timer, ja. Das ist ein. Oh, kommen wir nicht mehr hinterher. Jetzt sind wir an ihm vorbei. Ah, 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 ah. Schnell drehen, schnell drehen. Mist! Da hat er uns ein bisschen ausgetrickst. Ich glaube, wenn wir da ein bisschen langsamer gefahren, wäre vielleicht besser gewesen, ne? Da war auf jeden Fall schon ganz dicht neben unserem Boot. Und auf jeden Fall die Geschwindigkeit dann schnell runter machen. Wenn er so dicht ist. Wenn wir besser keschern können. Langsamer vielleicht. Ah, jetzt wird auch wieder schneller. Ja, ist gar nicht so einfach. Es dauert auch, bis man so eine großen Timer müde kriegt. Das Gewässer ist riesengroß hier, das Finische. Ich weiß nicht, ist hier die Karte vorbei? Nee, nicht, ne? Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwo ein Ende gibt. Oh. So, 6 Meter, jetzt dürfen wir ihn vielleicht gleich nochmal sehen. Warte mal gucken, dass die Spannung niedrig ist. Können wir reinkurbeln. Hier 6 Meter. Haben wir 5 Meter, 4 Meter. Da ist er unter uns. 3 Meter. Ich bin gerade wieder nicht hoch, ne? Doch, da ist er. Komm, jetzt cache er den. Cache er den. Cache er den. 2 Meter, oh, come on. Komm, jetzt fächer den hier ein bisschen Gas geben. Komm, 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 komm. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Und wie schwer ist er? Nochmal getoppt, mein Rekord. 44,378 Kilogramm. Sehr nice. 1246 Erfahrungspunkte. Ist zwar jetzt noch nicht das neue Trophy-Gewicht, aber trotzdem sehr, sehr schön. Gehen wir den mal verkaufen. Schauen wir einfach mal. Jetzt bekommen. So, für den kriegen wir 151 Silber. Oha. Hier haben wir noch ein Palia gefangen, eine Rivertraut, baltischen Lachs, Rivertraut. Hier haben wir auch nochmal einen Arctic Char, aber einen kleinen. Escher haben wir hier noch, aber 314 Silber gemacht, das läuft. Ja, gut, das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, schade, dass der Motorensound jetzt nicht ganz funktioniert hat. Aber ich denke mal, das fixt ja bestimmt noch bald. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Naboto Feng. Tschüss.